Heute geht es nahtlos weiter, beziehungsweise nicht ganz. Ich bin gerade schon mal ein bisschen als Vorbereitung zurückgegangen. Wir haben nicht was vergessen. Wir hatten ja letztes Mal ein Problem mit unserem Inventar, so ein bisschen. Ich rufe es auf, falsch. Dreieck, genau. Da haben wir es ziemlich voll und ich hatte vergessen, weil ich nicht wusste, dass hier so weit noch weitergeht, diesen Hundekopf an der Tür schon mal anzubringen. Jetzt wird dann los. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Platz. Das wollen wir jetzt erstmal machen. Von hier ist es nicht mehr weit. So, ich hoffe, dass das hier alles ohne Probleme geht. Also das ist schon echt unheimlich. Scheint niemand zu sein. Letztes Mal hat uns hier Jack nämlich verfolgt, so ein bisschen. Wir konnten ihn zum Glück noch abschütteln, nachdem wir ein oder zweimal, glaube ich, sogar gestorben sind. So, hier können wir den Hundekopf jetzt erstmal anbringen. Einen von drei haben wir schon mal. Ich dachte, da musst du nur einen nachsetzen. Dachte ich zuerst auch, aber es sind einzelne Hundeköpfe. So. Ja, ich sollte. Haben wir noch ein Heil-Tonikum eigentlich? Sollte ich mal benutzen, ne? Dann mach das doch jetzt. Wo war das nochmal? Auf welcher Taste? Weißt du das noch? L1. Nee. Dann mach's R1. R1. Ja, alles klar. Alles wieder fit. Stellt sich ausschließlich die Hand zu verletzen. Auf jeden Fall, nur die Hand. Den Säure war dann wieder. Das hört sich bedrohlich an. Ja, mein Herz klopft auf jeden Fall schneller als normalerweise. Kannst du mal kurz gucken, Flex? Bei meinem Handy. Das hat gerade vibriert. Ich frage mich echt noch, wie wir durch diese Türen hier durchkommen. Es muss doch irgendwie. Da fehlt uns noch das entsprechende Werkzeug. Ja. 8915. Unsere Millionen Zuschauer, genau. Jo, läuft, sehe es wie geil. Komm, pass mal. So. Also ja, schaut jetzt zu. Alles klar, hier waren wir überall schon. Hier wurden wir das erste Mal von diesen schwarzen Viechern angegriffen. Molded, Molded was hießen die, glaube ich. Da raus. Ja, da kam's letzte Mal raus. Und hat auf jeden Fall einige Kugeln eingesteckt, bevor es niedergegangen ist. Fünf Kugeln waren es, glaube ich. Fünf Kopftreffer muss man natürlich dazu sagen. So. Und dann sind wir schleunigst hier lang gegangen. Waren dann im Safe House drin. Ich würde sagen, wir speichern nochmal kurz zwischen. In dem normalen Schwierigkeitsgrad. Zwei sind ja am Anfang zur Verfügung, einfach und normal. In beiden kann man so oft wie man will speichern. Im harten Schwierigkeitsgrad, den man zum Schluss freischaltet. Madhouse nennt sich der Irrenhaus. Dort allerdings kann man nur speichern, wenn man entsprechende Kassetten hat. Die muss man finden, oder was? Die Kassetten muss man finden, genau, die sind in der Spielwelt verteilt und ja, ziemlich spärlich, sodass man halt wirklich beschränkt ist, was ein Speichern angeht. Ja, den Modus wollen wir natürlich auch noch nach unserem ersten Durchlauf testen. So, aber jetzt werden wir uns mal nach unten hier vorwagen. Vorher allerdings, will ich noch einen Schluck trinken. Meine Wasserflasche. So, jetzt kann es weitergehen. Ja, hatte ich letztes Mal schon gesagt, dieser Gang nach unten hier, der erinnert mich irgendwie an die PT-Demo. Ich habe auf jeden Fall Angst, mich umzudrehen. Oh Gott. Wird da nicht reingehen. Irgendwas zu finden hier? So, wo soll ich als erstes lang gehen? An die Tür komme ich da wahrscheinlich sowieso nicht ran, wa?
kommen hier bestimmt direkt wieder so eine Viecher auf mich zu. Ich bewege mich mal ein bisschen schneller. Nein, es macht sich Panik bereit bei mir. Oh! Oh. Das war's. Oh, das war schon wieder. Hab ich mich erschrocken. Wirklich? Ja, natürlich. Ich hab zwar die ganze Zeit damit gerechnet, aber wenn es dann doch passiert, ist es nochmal was anderes. So, checken wir mal die Tür hier. Oh Gott. Nee, ich glaube, das war's. Ich hab Angst. Was ist das? Ist das ein Kuratorium? Nein, das ist ja. Eine Handfeldkammer. Da ist ein Kuratorium. Ja. Eine Krematorium. Oh, schade, ich dachte, die Säge kann ich mitnehmen. Also, man hat ja auf einer Notiz gelesen, dass 20 vermisste Personen. Genau, 20 vermisste Personen. Hat man mitbekommen. Die Liste von denen gestorben sind, die sich verwandelt haben. Laut der Liste waren es, glaube ich, 5 Verwandelte, die hier im Haus sind. Laut der Liste wahrscheinlich sind es mehr. Da gehe ich einfach mal davon aus, dass die gestorben sind, hier verbrannt wurden, oder? Ja, gut vorstellbar. Was hast du gesagt? Ich möchte alles immer wiederholen. Schießkurse. Ja, ich habe auch gerade so eine starke chemikalische Flüssigkeit gefunden. Ja, mache ich jetzt erstmal Heilung herstellen, genau. Kombinieren. Ah, das wird aber blöd angezeigt. Ich muss mal kurz. Nee, so ist gut, so ist gut. Wieso geht das nicht? Starke. Ich habe doch Kraut. Achso. Ja, alles klar, okay. Ich dachte, ich kann null herstellen. Ich habe es gerade vercheckt. Ich habe es gerade echt vercheckt. Schießbar, nee, alles klar, das war's. Ich muss die aufmachen und Sean, da steht sogar ein Name dran. Da steht. Oh Gott. Fangen wir ganz rechts an. Ganz rechts. Tamara? Okay. Ich werde doch gleich von hinten attackiert. Okay, Sean. William? Der Handabdruck, ich dachte jetzt passiert. Das ist das letzte oder das ist gar nichts. Verschlossen. Na, besser ist es. Aber es öffnet sich nicht beides im Altar. Nee, richtig. Also hat. Das heißt, was steht da drauf? Travis? Travis, ja. Und ach, den. Eine Notiz vorhin von Travis. Und seine Frau, wie hieß er denn? Oh, das weiß ich nicht mehr. Travis und. So, ich sehe hier nicht wirklich was, aber ich glaube, hier kann ich. Ich könnte nichts mehr. Das später. Da ist. Oh ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Nachricht, Lukas. Ich habe den Kerl geschnappt, der immer zu fliehen versucht. Ich habe ihn in den Verbrennungsofen ganz links gesperrt, damit er nicht wieder abhaut. Hol ihn raus, wenn er fertig ist. Du weißt doch, wie man die Tür öffnet, oder? Denk dran. 3A und ein Handabdruck. Mach mit dem Mädchen, was du willst. Mit dem Mädchen ist wahrscheinlich unsere Frau gemeint, könnte ich. Ah nee, seine Frau wahrscheinlich. Nee, da drin ist es versteckt. Mensch. Ja, klar. Achso, da unten ist ein. Nee, ich dachte, da wäre ein Zahlenschloss oder so. Nee, warte, lass uns erstmal mal hier. 3A und die Hände absuchen. Ja, mach doch mal ihn mit dem Hand wieder zu und dann mach den wieder auf. Achso, 3A auf jeden Fall mit dem Handabdruck. Wie 3A? Ne, damit sind die. Ich muss bestimmte geöffnet haben, bestimmte geschlossen. Genau. Das ist ein Code. Ja, mach die mit 3A Handabdruck zu. Ja, 3A kann ich gerade auch nichts also, mit anfangen. 3 auf, kann das vielleicht auch heißen, dass 3 auf sind. Haben wir einen Namen mit Aga? Nee, mach das war's. Mach mal das mit dem Hand zu. Ich mach mal kurz. Und dann versuch's mal. So, und jetzt? Jetzt versuch's mal. Was denn? Warst du bitte? Versuch mal zu öffnen. Kevin. Ja, sag doch mal. Es sind ja nicht grundlos überall die Namen dran. Ja. Deswegen gucke doch bitte einfach mal alle, die ein A im Namen haben. Die machst du auf. Achso, hier war Tamara, oder? Ich höre die ganze Zeit was. Tamara. Sean. William überall. Hier weiß ich gerade nicht. Ach, Craig überall. Lara. 3A. Ich wusste, probier es doch einfach mal zu öffnen jetzt. Jetzt ist ja das mit dem Handzug.
Ja, ich probiere es mal spaßenshalber. Nee, das hätte mich auch gewundert. 3a. Ich gucke nochmal, vielleicht steht in dem Text irgendwie ein Hinweis. Ich glaube zwar nicht. Vielleicht die beiden offen, die anderen zu. Und der mit dem Handarmdruck. Also die anderen zu. Oh yes. Oh Gott, ich hab Schiss. Jetzt muss ich auch noch hingehen. Oh Mann. Ich hab... Nein. Guck doch hin. Ich verpasse nur die Sand hier. Alter. Oh fuck. Ich glaube, er ist. Hast du noch drei Schüsse? Ja. Ja. Das ist ganz schlecht. Das ist richtig schlecht. Schlüssel für Zerlegungsraum. Der Zerlegungsraum, ach du Scheiße. Das hört sich ja echt gut an. Das hat bestimmt irgendwas mit Technik zu tun. Die zerlegen ja bestimmt nur. Alte Computer. Ja, bestimmt. Ich glaube auch fest dran. Jetzt haben wir echt ein Problem. Keine Munition mehr. Wenn jetzt ein Gegner kommt, müssen wir rennen. Ich kann auch gerade nichts herstellen. Scheiße. Hast du ein Schwert? Ja, ich habe noch ein Messer, natürlich. Zerlegungsraum. Soll ich erstmal weitergehen hier? Ja, das war bestimmt da hinten der Zerlegungsraum, wa? Ja, dann gehe ich jetzt hier mal wieder zurück. Ich renne lieber ein bisschen. Mein Herz schlägt mir bis zum Hals. Hier steht nichts dran. Ah, von der anderen Seite. Das ist ein Shortcut anscheinend. Da bist du ja auch reingekommen. Okay, alles klar. Dann. Da bin ich rausgekommen. Ja, hier bin ich. Ja, wie auch immer. Achso, ja, du kommst ja auch. Ja, dann ist wahrscheinlich dort, wo Workshop dran stand. Doch die. Ja. Der Zerlegungsraum. Von der anderen Seite, okay, auch nicht. Alles klar. Oh, fuck. Also, fuck. Don't dead opening. Oh Gott. Ich hör was. Oh, hier sind doch übelst Viecher. Ich hab keine Chance. Die kommen doch direkt da raus. Was soll ich machen? Ich geh wieder zu. Ich muss rennen. Ich mach erstmal die Tür zu, die Munition öffnen kannst. Du musst da durch, ne? Kann ich das öffnen? Ich kann's öffnen. Kann ich nicht. Nee, wurde mir nicht angezeigt, ich kann's nicht. Karte des Verarbeitungsbereichs, sehr gut. Karte haben wir viel zu selten benutzt bis jetzt. Ja, das ist Munition, sehr gut. Gott sei Dank. Nochmal Munition, sehr gut. Noch da Kraut. Noch irgendwas hier. Ja, aber macht halt nicht so viel Schaden, ne? Ah, jetzt können wir hier entriegeln, okay. Abkürzung freigeschaltet. Ja, das war, wo ich gerade durch wollte quasi. Ich bin jetzt einmal außen rum gelaufen. Der erste Gang. Was ist hier rechts im Krieg drin? Irgendwelche Fleischreste oder so. Sieht ziemlich eklig aus. Ich wechsle mal kurz, ich lade mal nach. Ja, für na, einen so einen fetten Gegner rechts wahrscheinlich. Oder zwei, drei kleine Skorpionschlüssel. Skorpion. Jetzt können wir alle Skorpion-Türen öffnen wahrscheinlich. Das wäre stark. Ja, oder nur eine. Das könnte natürlich auch sein, dass sich das verbraucht. Ach du Scheiße. Was war das? Sehr gut, ein Dietrich. Schatzfoto. Okay. Ja, warte, ich konnte gerade nicht rangehen. Ich muss das mal so aufrufen. Nee, falsch schon wieder. Schatzfoto. Untersuchen.
So, jetzt. Ein Kamin. Okay, ich glaube, ich weiß, wo das war. Wo wir vorhin gestartet sind. Da war, glaube ich, ein Kamin. Ich bin mir nicht sicher. Ja, geh mal weg mit dem Scheiß. So. Okay. Schauen wir weiter. Liegt hier unten noch irgendwo was? Nee, ich habe nichts gesehen. Ah, da liegt ein Kraut. Ah, sehr gut. Medizin. Direkt herstellen. Gesundheit. Noch tiefer natürlich in den Keller. Da habe ich Bock drauf. Gleich kommt bestimmt wieder ein fetter Jumpscare. Ich habe so die Buchse voll. Puh. Munition? Flintenmunition, okay. Wir haben noch keine Flinte und keinen Platz mehr gerade. Ah, Psychotonikum. Ah, wieder einer von den Kerlen. Zack. Ja, da kommen wir, glaube ich, jetzt. Wir haben ja nur den Skorpionschlüssel, den Schlangenschlüssel haben wir ja noch nicht. Von daher. Könnte man es nicht öffnen? Hä? Was sagst du? Dietrich? Ich denke nicht. Lass ja mal probieren. Ich kann es probieren, aber es wird auch den Schlangenschlüssel geben, so wie den Skorpionschlüssel, schätze ich mal. Also müssen wir erstmal wieder zurück. Wo war denn eine Skorpiontür, die wir. Die jetzt vor kurzem, meine ich. Da, ja, genau, die ist. Ich muss einfach zurückgehen. Ich kann es vielleicht beschreiben. Oh, fuck, Alter, ich hab mich so erschrocken. Sehr schön. Alter, hab ich mich wieder erschrocken. Ich will die erstmal mit Touch-Controller vor. Alter, da würde ich vollkommen panisch werden. So. Überall hört man sie, überall hört man sie. Ich habe so die Buchse voll. So. Ja, ja, du bist ein Mann. Ich habe mich gerade auch erschrocken. Ich guck nur zu, wenn ich will das alles gar nicht sehen. Ah, fuck. Ja, abgewählt. Ja, wirklich. Machen Tabletten gerade so nicht, aber ich hab die Inhalte für. Ich sag doch. Stark, danke. Kevin, dein Restgeld? Ich weiß, ich sollte nicht reinkommen, aber ich muss da den Fest. Wo soll ich dein Restgeld hin tun? Nichts zu dir. Ich geh jetzt. Ich leg's im Wohnzimmer auf. Ja. So. Kurzer Zwischenstopp nochmal, ein paar Sachen ablegen, speichern, würde ich sagen. Also ich kenne eigentlich immer nur einen Discounter, die so diese, ja richtig. So. Wegen dem Dietrich, ne? Ja, achso, jetzt können wir, den können wir hier benutzen. Das ist der Scholz-Besitzer von 8 Flutschfingern, gab kein Kaffee. 8 Flutschfingern? Jetzt kommen wir hier schon mal ran. Später auf jeden Fall, komme ich drauf zurück. Sehr gut, Munition. Was lassen wir jetzt erstmal da? Das Schatzfoto, würde ich sagen. Kevin, erinnere dich mal noch, und zwar auch in dem Raum, wo man das Pendel anbringen kann. Ja. Da gab es auch noch ein abgeschlossenes Schubfach. Da kamen wir nur mit Dietrich ran. Achso, ja, ich habe den Dietrich hier gerade in dem Raum für hier das Schubfach benutzt. Da war Pistolenmunition drin. Ja, wird nicht der letzte sein, den wir finden. Ja, ja, was lasse ich noch da? Den Auto. Ach ne, Schlüssel für Zerlegungsraum sollte ich dabei behalten. Kostet Skorpionschlüssel sowieso. Warte, ich muss weiter mal kurz bei der Nase werfen. Lass mich zuerst anfangen. Nee, warte. Ich warte schon, dass ich hier nachher drauf. Ja, wir probieren es einfach so. Ich speichere nochmal schnell. Hier ist ein Schwerpunkt-Tester. Mhm. Oh. Danke dir. Bitte.
So, weiter geht's. Mal sehen, wo es uns jetzt hin verschlägt mit dem Skorpionschlüssel. Ich erwarte hier eigentlich auch jederzeit einen Angriff. Ich würde dich nicht rausreißen. Ja. Lass uns mal in Zukunft, genau die Tür bei sich rechts, in welches die Skorpion-Tür. Ja, ich hab's gesehen. In Zukunft, wenn wir so verschlossene Schubläden haben, lass uns die mal vom tendenziell vom Ende bis zu dem Punkt, wo wir sie aufmachen. Weil so müssen wir jetzt immer zurückrennen. Weißt du? Ja, natürlich, aber wenn wir keinen Dietrich dabei haben, dann. Nee, aber den Dietrich hättest du jetzt klügerweise erst an dem anderen Schubfach öffnen müssen. Ja, dann hätte ich ja hier irgendwann zurückrennen müssen. Also im Endeffekt nimmt sich nichts, würde ich sagen. Den nächsten wirst du ja erst finden, wenn du noch weiter voraus bist. Das heißt, du hättest denn. Naja, mal gucken, vielleicht kommt man ja schnell zwischen den Bereichen hin und her. So, Skorpion. Dann brauchen wir die Kräfte. Ah, siehst du, jetzt sind wir wieder hier. Hey, ja, aber der Schlüssel war ja bei der Autowerkstatt. Oh nee. Ja. Nee, aber ich kann dafür sorgen, dass er down geht. Aber wo soll ich danach hingehen? Ja, da wo er herkommt. Finanziell. Ja. Oh Gott. Alter Mann, Junge! Du kannst es nicht mit deinem alten Mann aufnehmen! Mann, Alter, wirklich Heber. Jetzt geht er down. Wo bin ich hier nochmal? Ich hab voll die Orientierung verloren, ne? Ja, komm auf die Tür geradezu auf. Ach so, okay. Ja, ich weiß, wo wir sind. Ah, hier ist ein Safe-Raum. Okay, jetzt geh mal weg. Soll ich hier erstmal bleiben? Ja, ich mach die Tür zu. War hier noch was drin? Nee. Der kommt jetzt hier nicht rein. Nee, soweit ich das verstanden habe, ist man hier wirklich sicher. Ja, ziemlich am Anfang noch die Stelle hier gewesen, wo das erste Mal hier kam. So. Haben wir irgendwas? Nee. Ach. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt die Tür aufmache, dann steht er doch da direkt. Ich weiß es doch genau. Nur 4 Schuss. Ja, wir müssen auf jeden Fall rennen, wenn er kommt. Vorschlag, Max? Kann ich nicht. Ich guck nochmal, aber ich glaube, ich habe nichts dabei. Nee. Also wo soll ich lang gehen, wenn ich jetzt rausgehe? Was? Ich überlege gerade. Ja, okay. Die Frage ist, wo wollen wir lang? Richtig. Also. Ich glaube, dass wir. Hier haben wir eigentlich nichts mehr zu tun, oder? Hier, oder? Da weiß ich gar nicht, wo du die gesehen hast. Das weiß ich nicht. Na, ich dachte in der Halle, wo wir ihm begegnet sind. Welche Halle? Na, wo wir ihm gerade begegnet sind, wo er erst durch die Tür kam. Da, wo die Hundeköpfe auch sind. Das ist der Eingangsbereich. Das ist ja keine Halle. Ja. Eine große. Naja, egal. Da hatte ich jetzt auch keine Zeit drauf zu achten. Aber es könnte natürlich auch sein, dass es hier neben dem Esszimmer irgendwie. Ich mache erstmal die Tür. Er ist weg. Aber tendenziell könnte ich mir vorstellen, dass er wieder rechts auch ist, ne? Hier in dem Bereich. Ja, natürlich, könnte ich mir auch vorstellen. Ich hoffe aber nicht. Da war auf jeden Fall kein Kamin. Da war auch keiner drin. Also hier war der Kamin nicht. Okay. Dann würde ich sagen, ich muss wirklich wieder zurücklaufen in den Raum, wo er uns begegnet ist. Hier haben wir, glaube ich, nichts mehr zu erledigen. Ich befürchte zwar, dass er uns gleich wieder begegnet. Oh Gott, ich wusste es. Ach du Scheiße. Diese scheiß Szene. Verschwendest deine Zeit. Nee, die Wand war nicht kaputt in dem Durchlauf. Dann bist du. Nee, wir haben es doch geschafft, uns vorbeizuschleichen. Ah, das heißt, das ist da gar nicht passiert, eigentlich. Nee, in der Version. Durch. Oh, fuck. Das geht nicht schießen, deswegen muss
Ja, ich kann. Wo soll ich hin? Soll ich hier. Weißt du, ich kann. Oh, fuck. Wo zum Teufel glaubst du, dass du hingehst, Junge? Das war nur eine Art Shortcut, die man jetzt freigeschaltet hat. Ja, richtig. Und der kommt hier nicht hinterher, anscheinend durch die Skorpiontür. Aber er wartet ja da auf mich und ich muss da. Ich denke, ich muss da hin. Mann, was machen wir denn jetzt? Das nervt mich gerade. Ich guck nochmal. Kommt doch garantiert gleich wieder durch die Tür. Ne, da bewegt er sich, glaube ich. Wir müssen halt eigentlich oben lang, oder? Die Treppe oben. Ist er hier in dem Raum drin? Ja, da hinten war er. Ja, ich dachte, ich hätte ihn da in dem Raum, den Schatten gesehen. Geh doch einfach mal nach oben. Okay. Hat der Schlüssel sich eigentlich verbraucht, weißt du das? Ich guck mal, ja. Nee. Weil ich glaube, das da oben ist auch ein Skorpion. Skorpion-Tür. Nee, auch eine Schlangentür, Mist. Ah, okay, gucken wir mal hier oben weiter. Die Oma sitzt nicht mehr hier. Ja, habe ich auch schon gesehen. Noch eine Schlangentür. So viele Schlangentüren und kaum Skorpiontüren, das kann ja wohl nicht sein. Das Spiel würde halt immer das mal zurückrennen, ne? So, hier war auf jeden Fall auch ein Safe Room. Jetzt, da war noch eine Skorpiontür. Cool. Was? Ist der Raum mit der Blüte? Ja. Das heißt, wir kriegen jetzt. Komme! Oh, ich bin zu. Ja, das ist eigentlich ein Safe Room, da dürfte eigentlich. Blüte. Mach mich nicht so nervös. Defekte Flinte. Ach, müssen wir austauschen mit der unten im Raum? Wahrscheinlich, ja. Also, mit Sicherheit. Wo ist mein kleiner Ethan? Liebe Mrs. Baker, wie fühlen Sie sich in letzter Zeit? Es ist schon eine Weile her, seit Sie zu Ihrer Untersuchung gekommen sind. Ich schreibe Ihnen, um Ihnen mitzuteilen, dass wir die Analyse Ihrer Röntgenaufnahmen abgeschlossen haben. Die dunklen Bereiche in Ihrem Kranium sind fungusartige Strukturen, die anscheinend mit Schimmelpilzen verwandt sind. Oh Gott. Anscheinend mit Schimmelpilzen verwandt sind. Die Halluzinationen und Geräusche, von denen Sie berichteten, könnten mit diesen Organismen in Verbindung stehen. Wenn Ihre Symptome auf einen pilzartigen Parasit zurückgehen, muss dieser entfernt werden, bevor es zu spät ist. Ich möchte Ihnen keine Angst einjagen, aber ich bin ernsthaft um Ihre Gesundheit besorgt. Bitte kommen Sie ins Krankenhaus, sobald Sie dieser Brief erreicht. Als Ihr Arzt empfehle ich Ihnen dringend, sich weiteren Tests zu unterziehen. Crawford Lang, Allgemeines Krankenhaus Dalvey. Sehr gut. Medizin brauchen wir dringend. Pistolmunition, ja, okay. Erstmal. Aber die Flinte nimmt ziemlich viel Platz weg. Das ist aber schlecht. Die trägt er nicht an sich? Nicht direkt, ne. Was war hier noch? Ein Gebiss. Das sieht ja nice aus. Vielleicht steht hier was dazu. Ich bin es leid, die ganzen Scheißer immer durch den Hof zu jagen. Wenn das nächste Mal einer unserer Gäste abhaut, versteckt die Hundekopfreliefs, damit keiner von denen mehr aus dem Haus kommt. Lass sie uns so verstecken. Die Standuhr im Wohnzimmer, das Buch im Freizeitraum. Hier bin ich. Oh Gott. Oh nee. Ich dachte, das wäre ein Safe-Room. Ja. Scheiß. Das ist kein Safe-Room, sag ich doch. Ja, da war auf jeden Fall ein Speicher, eine Speicherdiskette.
Ich hatte keinen Platz mehr. Oh, das ist natürlich richtig scheiße, ne? Ja. Nimm schnell die Flinte. Ja. Also, ach, Platz? Ich hab keinen Platz, scheiße. Tür zu und verstecken. Ich kann die Tür nicht zumachen, ich kann die Tür nicht zumachen. Geh rein in den Raum. Ja. Leg die Flinte aus dem Inventar ab. Die wird dann zerstört, ich kann sie nicht ablegen. Guck mal, ob dir dein Inventar. Ja. Ja, du machst die ganze Zeit so eine Panik. Was denn? Ich überlege gerade, was man. Ja, dann muss ich jetzt nochmal in den Safe Room und da was ablegen. Ja. Mann, ey, das nervt gerade ein bisschen. Das Hin- und Herrennen. Ja, ich weiß halt nicht, was ich im aktuell brauche. Jetzt hat man ja so langsam einen Überblick, aber gerade ging mir das noch nicht so. Das Pendel von der Standuhr. Ja, wir gucken nochmal. Also, ich lege jetzt auf jeden Fall erstmal den Scope. Ich würde die Mütze ablegen. Okay. Mütze ablegen, ich würde den Autoschlüssel ablegen. Das ist nicht der Autoschlüssel, das ist der Zerlegungsraumschlüssel. Den brauchen wir bestimmt demnächst. Ja, den sollten wir doch behalten. Also, das Psychotonikum mache ich erstmal weg. Skorpionschlüssel haben wir gerade zweimal gebraucht. Brauchen wir bestimmt nicht direkt wieder. Das wäre, glaube ich, sogar das Einzige, was ich auch dabei machen würde. Okay. Na, für die Flinte würde es jetzt auch erstmal reichen, ne? Dass wir die austauschen können. Deswegen, wenn Skorpionschlüssel nehmen, dann muss es halt so, dass du halt die Pistolenmunition einmal weiter nach links platziert im Menü, damit die Flinte. Na, das macht er automatisch, da muss ich nichts. Okay. Ich speichere mal nochmal nicht, dass wir die Flinte jetzt verlieren. Wir können ja zum Glück oft genug. Ich trinke nochmal was. So, weiter geht's. Ich hoffe, Jack begegnet uns jetzt nicht direkt wieder. In dem Bereich scheinen wir ja sicher zu sein. Er steht gleich wieder vor dir. Mit Sicherheit. Hey, gerade sieht's gut aus. Die Tür oben irgendwie gehört. Schnell rein hier. Ja. Ich wollte bloß gucken, ob er direkt ankommt. Vielleicht welche weiß. Defekte Flinte. Geiler Scheiß. Gefällt dir. Warte mal. Wo war die hier? Nee, nicht wirklich. Zielsystem wie vorher, halt mit der Blickrichtung. Ja, jetzt könnten wir eigentlich mit dem Pendel mal. Achso, hier musste das Pendel. Ah nee, hab ich's mitgenommen, war. Aber von. Das Ganze ist da, wo er gerade durch die Wand durchgebrochen ist. In dem Bereich. Ja, genau, dann versuche ich nochmal da hinzukommen. Aber ich muss erstmal holen. Dann kriegen wir anscheinend den zweiten Hundekopf. Ja. So, wieder mal hin und her rennen, aber was soll's. So, Führerschein, ja. So, stimmt, ich wollte mir mal meine Lebensanzeige. Ups. Zu sehen von Onkel Jack. Und hier um die. Ah, da. Sehr gut. Jawohl, da. Zweiter Hundekorb. Yeah. Also, wenn er deswegen jetzt wirklich kommen sollte, dann. Deine Schritte? Ja.
Ich höre zwar irgendwas, aber... Was steht auf dem Zettel? Das war die Uhr. Was war's noch? Ah, habe ich jetzt schon wieder vergessen. Mist. Wo war der Zettel? Haben wir die dabei? Nee. Wo lag der? Gute Frage, ey. Scheiße. So eine Dödels, ey. Das hätten wir uns mal vielleicht merken sollen. Ja, das wäre eine gute Idee gewesen. Ach so, ich glaube, ich weiß wo. Wandschrank? Was steht da? Das steht da Uhr? Wandschrank oder so? Achso, ich gehe mal lieber wieder hier rum. Nicht, dass er mich irgendwie überrascht. Wirklich, die ganze Zeit das Gefühl, er könnte hinter jeder Ecke lauern. Das ist echt heftig. Aber der Zettel war nicht gerade oben in dem Raum, wo er uns überrascht hat, oder? Dann muss ich jetzt da nochmal hin. Verfickte Scheiße. Und der, da er hier nicht unten ist, muss er ja irgendwie oben sein. Kacke. Diesmal können wir wenigstens die Pistolenmunition mitnehmen. Die Tür steht sogar noch offen. Ja, das war da, wo du die Flinte geholt hast. Ja, ich weiß. Ja, ja, alles klar, ganz ruhig. Buch im Freizeitraum. Was? Buch im Freizeitraum? Und der Zerlegungsraum. Also Zerlegungsraum, da kommt der zweitseitig hin. Ja, und das Buch im Freizeitraum müssen wir dann, das muss ja das gewesen sein. Ja, doch, ich erinnere mich, da haben wir den ersten Kopf her gehabt. So, sonst war hier nichts mehr, wa? Ach, ich hab ja schon zwei. Richtig, richtig. Ich konnte doch hier eigentlich speichern, dachte ich. Oder war das doch kein Safe Room? Bimmeln. Stimmt, stimmt. Ja, richtig. So, also. Wo kommen wir am besten zum Zerlegungsraum? Wahrscheinlich unten im Keller. Das muss im Keller sein, hier oben. Was? Oder was? Nee. Der Zerlegungsraum ist. Ja, ja. Stimmt, ich vergesse immer wieder die Karte. Wo, wie rufe ich die Karte auf? Links, glaube ich. Ne, unten. Kinderzimmer waren wir noch nicht, Schlange. Ah, das ist ja wirklich sehr gut aufgeschlüsselt. Da das oben ist so... Großmutter, waren wir da schon drin? Das würde mich mal interessieren. Zimmer der, ja, das war das, wo wir gerade waren. Wo wir die Flinte gefunden haben. Nee. Doch, doch. So, Vorrats... Krematorium, Werkstatt. Hier ist der Zerlegungsraum. Wie kommt man da ran? Boilerraum. Die Boilerraumtür ist offen. Also da kommen wir runter. Ne, da kommen wir runter, genau. Dann müssen wir... Oh Gott. Das scheint mir doch ins Badezimmer. Wieso? Hat der jetzt hier angelaufen kommt? Oder kommt er gar nicht? Nee, also man hört zwar was, aber man hört ja die ganze Zeit immer mal wieder was. Ich weiß nicht, ob er hier rumturnt. Wir müssen auf jeden Fall runter. Den Hundekopf hätte ich direkt anbringen können, ich bin ja trottelig. Nochmal zurück. In der Hoffnung, dass er nicht direkt angelaufen kommt. Ich glaube, der ist schon wieder weg. Den Auftritt gehabt, glaube ich. Ja, gut möglich. Ich weiß nicht genau, wie die Spielmechanik dahinter funktioniert. Ich glaube, es soll sich keine Mechanik erkennen lassen. Ja, das gelingt ihm auf jeden Fall relativ gut. Ja.
fühle mich auf jeden Fall. Ja, ich merke schon. Noch was ablegen. Bin ich sicher. Zwei Plätze haben wir bis frei. Ist natürlich nicht allzu viel. Ja, Zerlegungsraum brauchen wir jetzt auf jeden Fall. Skorpionschlüssel. Weiß ich nicht, soll ich ihn dabei behalten? Achso, ich kann. Da kann ich ja auf der Karte gucken. Die werden ja angezeigt. Was denn? Die Skorpionschlüssel. Hier, warte mal, hier ist so ein. Was ist da für ein Tier abgebildet? Das kann ich gar nicht. Kann ich nicht erkennen. Schlangenkopf ist das, glaube ich. Achso, stimmt ja, der Schlangenkopf, genau. Das da kann ich nicht genau. Achso, das ist die Tür, die wir mit den Köpfen aufmachen. Und. Da Schlange, aber von. Na gut, die anderen Räume haben wir noch nicht erkundet. Ich weiß nicht, ob wir den Skorpionschlüssel brauchen, aber wir haben kaum Platz. Von daher würde ich eigentlich schon dazu tendieren, den erstmal hier zu lassen. Wir kommen ja auch von jedem anderen Safe Room ran. Vielleicht ist ja da unten noch einer. Okay. Wir sollten halt doch darüber nachdenken, ob wir halt immer zwei Schusswaffen dabei brauchen. Das ist halt die Frage. Munition, also. Erstmal würde ich sagen, schon doch, wir haben ja alle erst bekommen. Richtig, richtig. Ich kann ja mal richtig nachladen jetzt. Nee. Wieso? Hä, ich hab doch 12. Ach, Pistolenmunition, das ist okay. Gar nicht gecheckt. Dann speichere ich nochmal. Dann würde ich sagen, wir machen mal eine kurze Pause. Vielleicht wechseln wir sogar zwischendurch. Nee, ich nicht durch. Okay, dann gucken wir mal, ob wir gleich weitermachen. Ich habe nur kurz Eis. Achso, du willst auch eine richtige Pause kurz machen für dich, oder? Ja, ja, ich würde gern kurz nochmal runterkommen, was trinken und. Ja, dann machen wir vielleicht in einer Viertelstunde oder so weiter. Dann ist das Video im Stück auch nicht so lang. Ist vielleicht ein bisschen besser. Ja, aber wir sehen uns dann gleich wieder. Wie kann ich das jetzt hier beenden?